Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Vortrag über unsere ersten Schritte mit Istio. Also unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Istio im POC von 10 Tagen. Das sind wir, ich und der Pascal vom API Management Team von der SBB und der Reto von der Cloud-Plattformen. Wir wollen euch heute zeigen, die Einführung über Istio, was wir gemacht haben, dann die Installation, unser technisches Setup, die Testcases, die wir ausgeführt haben oder Themen, die wir angeschaut haben. Und am Schluss auch noch ein kleines Fazit, einen Ausblick. Wir wollen nicht grundsätzlich Istio jetzt vorstellen, sondern eigentlich unsere Erfahrungen, unsere Hürden oder Probleme, die wir hatten, und einen kleinen Ausblick präsentieren. Gut, für die, die auch schon hier waren oder sonst schon Vorträge gehört von SBB, die wissen ja, dass wir als Containerplattform OpenShift einsetzen. Entsprechend haben wir auch all die Tests, die wir jetzt präsentieren werden, auf OpenShift gemacht. Das ist bei uns schon länger in Betrieb, also schon sicher seit 2 Jahren ist das produktiv. Aber mittlerweile haben wir eine Umgebung, die aus 3 Produktionsklassen besteht und diverse Test- und Dev-Cluster. Und eben sehr viele wichtige Applikationen, die mittlerweile dort drauf laufen. Also es ist eine strategische Plattform. Und wahrscheinlich so die grössten Applikationen ist sicher grosse Teile vom Billettverkauf oder Fahrplan und Perronanzeigen und ja, so diverse doch recht wichtige Sachen, die da bei SBB mittlerweile auf OpenShift laufen. Gut. Da wir ja vom API-Management-Team sind, wollen wir euch kurz vorstellen, was wir da unser genaues Ziel war. Also wir machen API-Management, das heisst ja eigentlich Kontrolle oder das Managen von einer API. Das heisst, wir wissen, wer dieses API braucht, wie viel das es braucht, Throttling und so weiter. Und für diesen Use Case brauchen wir das Produkt von Red Hat, das ist Treescale. Aber dafür haben wir einen eigenen Gateway gebaut. Der läuft als eigenständige Komponente oder integriertes Backend und kommuniziert nachher asynchron mit der zentralen API-Management-Plattform, also mit Treescale. Und unser Use Case ist halt, wo wir jetzt da auch noch explizit angeschaut haben, ist, die laufen dezentral und auch ohne die zentrale Plattform. Das heisst, es wird weiterhin Policy Enforcement gemacht und alles überprüft, auch wenn die zentrale Plattform nicht da ist. Aktuell sind das etwa 20 APIs produktiv. 800 Requests pro Sekunde produktiv, auf eine Stunde aufgerechnet sind das etwa 3 Millionen. Um genau die Gateways, die wir vorhin gesehen haben, haben wir gesehen, Istio kann auch das mit ihren Sidecars und darum haben wir mal versuchen, wie geht's, kann man die Gateways ablösen, das heisst näher an OpenShift her, kein eigenes Produkt mehr betreiben und das Ganze für die Plattform handeln. Und ebenfalls ein Augenmerk oder Motivation war für das zentrale Tracing und Monitoring. Aktuell gibt es da keine zentrale Plattform bei uns und dort wäre es auch sehr interessant und einen grossen Benefit rauszuholen. Gut, vielleicht schnell eine Frage. Wer hat noch nie etwas von Istio gehört? Okay, gut. Ganz wenige nur. Also eben, was wir getestet haben, ist nicht Istio als Upstream-Projekt, sondern wir haben Red Hat Service Mesh angeschaut. Eben, wie wir schon vorher gesehen haben, haben wir schon diverse Red Hat-Produkte im Einsatz und auch, glaube ich, bei so einer kritischen Komponente sind wir natürlich angewiesen, dass man dort ein richtiges Lifecycle-Management hat und auch richtigen Support drauf. Darum haben wir es da mal ein bisschen genauer angeschaut, was da drinsteckt beim Red Hat Service Mesh. Aber wie der Name sagt, das Produkt von Red Hat ist eine Art die kommerzielle Version von Istio. Das ist im Moment noch nicht released, also das ist in einem Status Tech Preview. Die Version, die wir angeschaut haben, ist die Version Tech Preview 10 oder V0.10. Das ist ein ganzes Bundle, das aus diversen Komponenten besteht. Dort ist eben Istio ist ein Teil davon. Treescale Adapter ist eben die Schnittstelle zum API Management Treescale. Das Jaeger Tracing Framework ist integriert, KiaLi, plus noch so diverse unterstützende Services, eben Elasticsearch, Prometheus und Grafana. Und jetzt, wenn man das Ding installiert, ist das eigentlich so, dass man zuerst einfach mal die gewisse Ressourcen definiert, die eine Art all die API-Extensions für definieren auf dem OpenShift
Und dann startet man eigentlich nur einen Istio-Operator-Pod und der kümmert sich dann um das ganze Setup. Wenn man dann so einen Istio-Control-Plane erstellen will, dann definiert man ein YAML-File mit Custom Resource Definition, wo man sagt, ja, ich möchte Tracing installieren oder nicht, kann angeben, ob man dynamisches Pod-Scaling möchte. Macht der Operator eigentlich dann alles für einen. Eben Voraussetzung ist mindestens OpenShift 3.11. Dort haben wir zum Glück eine Klasse bei uns schon gefunden, wo wir das haben ausprobieren können. Und auch noch wichtig ist, es ist Flat Network, weil natürlich das ganze Istio selber jetzt bestimmen will, wer mit wem kann kommunizieren. Und entsprechend ist man speziell mit dem Multi-Tenancy-Plugin da nicht gut beraten. Jetzt in unserem Cluster haben wir leider nicht Flat Network enabled, wir haben Network Policies gehabt. Und das ist auch gegangen, wenn man halt einfach keine Policies gemacht hat. Dann kommt es eigentlich auf das Gleiche wie Flat Network. Gut, und wenn dann der Operator gelaufen ist, hat man einen neuen Namespace im OpenShift, wo das alles drin läuft. Jetzt vielleicht da schnell den Pointer für einen. Das ist doch eine rechte Sache, die da installiert wird. Wir sehen ganz zu unterst ist eigentlich da die Tracing-Komponente. Also auf jedem OpenShift-Node läuft dann so ein Jäger-Agent, also ein Daemon-Set wird da installiert. Und da empfiehlt im Prinzip Tracing-Informationen von den Applikationen, die ihm die senden. Der schickt das weiter an einen Collector, der das dann hier in einen Persistenz-Layer rein speist. Jetzt der Istio-Operator, so wie er vorhin damit kommt, installiert dem hier einfach einen Elasticsearch-Pod. Das Upstream-Projekt würde, glaube ich, auch noch Cassandra unterstützen. Abfragen tut man dann das Ganze entweder über eine API, die von dem Jäger-Query bereitgestellt wird, oder es gibt auch ein Web-GUI dazu. Das wäre für das Tracing. Und dann gibt es Metrics. Für das wird Prometheus und Grafana aufgesetzt, wo im Prinzip hier die ganzen Komponenten gegen Metriken abfahren, wo man wirklich genau sieht, wie viele Requests gehen hier auf all die ganzen Teile. Das Prometheus Grafana hat nichts mit dem Prometheus Grafana zu tun, das im OpenShift 11 gebraucht wird, zum Cluster monitoren, sondern ist wirklich ein komplett unabhängiges, separates Setup. Und dann können wir die ganzen Puzzleteile von Istio ausmachen. Ganz links haben wir da die Istio Ingress und Egress Gateways. Das sind Envoy Proxies und Reverse Proxies. Dann haben wir den Istio Pilot. Der ist zuständig für das Traffic Routing. Wir haben Istio Policy, Istio Telemetry. Das nennt man häufig oder liest man häufig auch, das ist Mixer-Komponente, die eben genau das ganze Policy-Enforcement machen, Authentisierung, Autorisierung und so weiter. Und dann hat es dann also unterstützende Komponenten, eben Citadel, das ist ein CA-Service und Galley ist, wenn es mir recht ist, so ein Configuration-Validation-Service. Und auch hier gibt es noch ein schönes Web-GUI dazu, das nennt sich Kiali. Genau, und das ist Red Hat Service Mesh. Jetzt so als Erfahrung, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also das Setup ist super einfach gegangen. Der Operator hat wirklich alles Wichtige gemacht. Was uns ein bisschen gefällt hat, jetzt gerade, weil wir halt hier vielleicht nicht gerade Standard Out-of-the-Box-Cluster hatten, man hat relativ wenig noch konfigurieren. Also bei der Ressourcendefinition, wo man die Control Plane spezifiziert, kann man wirklich so zwei, drei Sachen, was Istio anbelangt, kann man definieren. Aber eben zum Beispiel Sachen, die für uns wichtig wären, wie Pod Placement, also dass man sagt, ja, die Container müssen auf speziell gelabelten Nodes laufen, ist im Moment noch nicht unterstützt. Oder auch, dass man Replica Count, dass man gewisse Services höher repliziert kann laufen, hat man nicht können sagen. Auch die ganze Storage war nicht persistent gewesen, also speziell für das Elasticsearch und für das Prometheus würde man sich natürlich wünschen, dass nicht, wenn man den Pods neu startet, dass die Daten weg sind. Ist im Moment in dieser Tech-Preview so auch noch nicht unterstützt. Die ganzen unterstützenden Komponenten, eben sowieso Elasticsearch und Prometheus, kann man, glaube
an- und abschalten, aber auch dort, wenn ihr sagen, wie viele Cores und noch Memory und so weiter man will, kann man alles nicht. Was hingegen noch gut ist, ist, da der Operator noch nicht so fortgeschritten ist, ist, wenn das Ding mal läuft, kann man einfach von Hand Deployment-Configs anpassen, kann man von Hand Configs-Map anpassen und dann fummelt einem dann nicht mehr dazwischen. Da sind wir noch froh gewesen, weil eben gerade, wie wir dann später gesehen haben, wir einige so Tests gemacht, wo wir ein bisschen müssen, gerade mit den Ressourcen rumspielen. Dokumentation zu dem ganzen Ding ist auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Aber die Installation ist ja auch nicht kompliziert, aber die ist dokumentiert. Es hat ein paar Tutorials, die man durchspielen kann, die gut funktionieren. Aber das ist eigentlich gerade schon alles, was man bei Red Hat findet. Und eben, sobald man ein bisschen mehr mal damit machen will, sobald man ein bisschen unter die Komponenten schauen will, wie die miteinander interagieren, muss man auf die Upstream-Dokumentation ausweichen. Und dort ist es halt häufig noch, auch wenn man Änderungen macht, muss man immer ein bisschen versuchen zu berücksichtigen, ist jetzt das eine Änderung, die safe ist zu machen, oder mache ich jetzt da irgendetwas von dieser Red Hat-Integration kaputt? Also da haben sie sicher noch ein bisschen Arbeit vor sich. Jetzt, wenn man das Ding installiert hat, wollen wir schnell anschauen, wie das ganze Request-Routing aussieht. Ich nehme an, den Teil kennen auch alle von euch, oder auch die sicher, die OpenShift auch schon ein bisschen genauer angeschaut haben. Wir haben vor dem OpenShift einen Load-Balancer, hat dort definiert im OpenShift eine Route für ein Projekt. Das landet näher auf einem HA-Proxy und der leitet es weiter an Service oder respektive näher an die Pods. Der ausgehende Traffic geht direkt vom Pod über eine Node irgendwo in die weite Welt raus. Bei Istio sieht das schon ein bisschen komplizierter aus und das ist jetzt noch ein einfaches Bild. Da hat man auch wieder den Load-Balancer, eigentlich der Ingress sieht so weit ähnlich aus. Anstatt dass man aber jetzt direkt von der H-Proxys auf den Service geht, geht man zuerst auf eine Istio Ingress Komponente. Dort kann man dann eben genau die ganzen Regeln darauf definieren, eben, ob man mit verschiedenen User Agents auf verschiedene Versionen von einem Service will. Oder einfach eben die ganzen Policies, die wir dann auch noch werden sehen, wäre im Prinzip dann dort definiert. Eben alles das, was jetzt rot ist, ist im Prinzip das, was vom Projekt selber kann spezifiziert werden. Aber Virtual Service, Destination Rule, es gibt sehr viele neue Ressourcen, die man sich zuerst muss ein bisschen einlesen muss. Und es ist mir ein bisschen vorgekommen, wie so irgendwie das erste Mal, als ich mal ein bisschen versucht habe, herauszufinden, wie Kubernetes funktioniert. Jetzt hier haben wir einfach wieder eine riesige Menge an neuen Ressourcen, die man muss irgendwie versuchen herauszufinden, wie die jetzt da zusammengehängt werden. Auch beim Outgoing Traffic ist es so, dass man das leitet über einen Egress-Proxy, wo man dann auch dort wieder darauf regeln kann, sagen, woher das man kommunizieren darf und wie man kommunizieren darf. Und von dem aus geht es näher aus dem Cluster raus. Gut, und dann kommen wir jetzt zur Installation noch mit dem API-Management zusammen. Ich habe es hier gar nicht mehr probiert, den CRDS auch noch aufzuführen. Ich habe es kurz probiert, es ist unübersichtlich geworden bis zum geht nicht mehr und dann habe ich es aufgegeben. Hier sieht man jetzt von diesem Bild hier, alles voran und hinten dran habe ich jetzt weggelassen. Es ist wirklich nur noch bei der Kommunikation zwischen Ingress und einem Pod. Jetzt für das API-Management kommt jetzt auch noch neu dazu ein Mixer und der Mixer, der der Adapter, also der Threescale-Adapter, als Extension hat und der Adapter, der nachher mit dem Threescale-Backend, also wirklich mit dem eigentlichen API-Management, zusammen kommuniziert. So wird jeder Request zuerst mal durchgeroutet und geschaut, ob der Request überhaupt durchgeführt werden darf. Also ist es Throttling erreicht, also darf er keine Hits mehr machen, kommt er auf die richtige URL und genau solche Sachen werden überprüft. Jetzt, was haben wir getestet? Wir haben sie zwei verschiedene Konstrukte aufgeteilt, also Istio wirklich an sich. Und dort haben wir nicht das Green-Blue-Staging angeschaut oder sowas. Das sieht man in jeder Demo, das wird funktionieren. Sondern wir haben Sachen angeschaut, die für unsere Cloud nachher wichtig sind. So wie ein Multitenancy, Multi-Control-Plane oder dann, was überhaupt für einen Footprint da dahinter steckt, wenn man jetzt plötzlich in jedem Container nur ein Sidecar am Laufen hat.
Und zum 3-Scale-Adapter haben wir dann das Caching angeschaut, wie das vorhanden geht. OAuth 2.0, ob das überhaupt möglich ist. Und haben noch kurze Performance-Tests gemacht. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben alles in einem POC-Status gemacht, auf einer POC-Umgebung. Die sind nicht sehr aussagekräftig. Wir haben nur zuerst mal ein Gefühl bekommen, ob wir von 3 Requests pro Sekunde oder 3000 Requests pro Sekunde reden. Zum Istio-Teil. Wir haben in Doku gesucht, wir sind nicht fündig geworden. Das ist der Grund. Das Multitenancy ist erst mit der nächsten Version rausgekommen. Das heisst, vor 2 Wochen ist es released worden. Müsste man sich jetzt wieder neu anschauen. Aber vor einem Monat, wo wir den Proof of Concept gemacht haben, ist es noch nicht vorhanden gewesen. Nachher zum Footprint von den Sidecars. Standardmäßig requested, konfiguriert ist 100 Milli CPU und 128 Milli RAM. Und wenn wir das jetzt aufrechnen auf die 5500 Container, die wir am Laufen haben, dann ist das schon ziemlich immens. Dann haben wir plötzlich 550 neue CPUs, die wir bei der Cloud da unten dran hängen müssen, und fast 700 GB RAM. Also von den Kosten her ist das ziemlich immens. Und da muss man aber ganz klar sagen, durch ein Label kann man spezifizieren, ob jetzt der Sidecar reingehängt wird oder nicht. Das heisst, man muss jedes Mal gut schauen, ob man jetzt die Ressourcen auch noch mitbrauchen will oder nicht. Zum Adapter. Dort ist der Fall, dass wir nachher das Caching wollen. Weil wie Mösli ganz am Anfang gesagt hat, ist es sehr wichtig für uns, dass wir eine dezentrale Architektur haben. Weil so die Möglichkeit, dass wir auch skalieren können. Wenn nachher schlussendlich das IPM-Management stirbt, dass die APIs noch weiter laufen können. Und darum haben wir uns das Caching angeschaut. Vom Mixer und vom 3-Scale-Adapter selber. Blauäugig, wie wir sie waren, haben wir einfach mal Requests dagegen geholt und das Backend runtergefahren. Und dann haben wir mal geschaut, was daraus resultiert ist. Natürlich, der erste Request vom 3-Scale-Adapter ist in Pinsen gegangen. Noch nicht so wild, dort haben wir jetzt ein Caching erwartet und dass er noch weiter das Policy Enforcement macht, alles gut. Moment. Gar nicht der Fall gewesen. Nachher haben wir gedacht, okay, eventuell könnte der Mixer ja noch das Caching haben. In der Doku steht, er hat ein banales Caching. Probieren wir aus? Nein. Fazit, der ganze Teil hat nicht funktioniert. Ab dann, wo wir das 3-Scale runtergefahren haben, sind unsere Requests alle zusammen in die Pinsen gegangen. Für uns so nicht brauchbar. Das haben wir dann natürlich auch Red Hat als Feedback gegeben. Und dort war auch super, haben sie uns gesagt, ja, unser dezentraler Gateway, den wir aktuell bauen haben, sind sie aktuell in Go im Nachbauen, und für das nachher der 3-Scale-Adapter die genau gleiche Funktionalität hat. Aber das wird auch erst in einem weiteren Schritt erst kommen. Und dann, wie der Reto gesagt hat, war die Dokumentation nicht so ausführlich gewesen. Darum sind wir ziemlich schnell im GitHub-Repo gelandet, wo wir unsere Beispiele selber rausgesucht haben. Dort sind wir dann auch auf die CRD gestossen, wo wir plötzlich haben gesehen haben, cool, Client ID, Request, Out, Claim, AZP. Das klingt doch ziemlich stark nach OAuth. Nach einer ziemlich abstrusen Tour durch ihren Go-Code und ich als Java-Entwickler, der etwas überfordert war, habe ich dann nach so einem halben Tag bis 3/4 Tag müssen sagen, unsere CRD sieht so aus. Es funktioniert noch nicht. Es wäre schön gewesen, wenn wir das jetzt gerade testen konnten, aber es ist auch noch nie dokumentiert oder irgendetwas. Von dem her, okay, werden wir im nächsten Schritt auch noch mal anschauen müssen. Zur Performance. Was haben wir da gemacht? Haben wir JMeter Lasttests gemacht, haben wir auf einem anderen Cluster raufgefahren und dort einfach mal dagegen gespitzt. Ohne irgendetwas sind das etwa auf 2500 Hits pro Sekunde gewesen, Latenz von 1 bis 2 Millisekunden, sauber.
kann man gar nichts dran machen, dran bemängeln. Nachher, wenn wir unser Konstrukt wieder reingehängt haben, dann sind wir nachher plötzlich nur noch auf 150 Hz pro Sekunde gekommen. Das war dann ein bisschen schade gewesen. Aber wir sind ja in der Cloud, das funktioniert, wir skalieren. Gut, wenn wir jetzt unseren Mixer und Adapter anfangen zu skalieren, dann sind wir plötzlich auf 250 Hz pro Sekunde gekommen. Aber immer noch, ja. Hier dazu muss man sagen, hat es nachher eine Request Latencies von 600 bis 1200 Millisekunden gegeben, über einen ganzen Request hinweg. Und durch das, dass wir Checker hatten und sehr schön konnten schauen, wo die meiste Zeit ist auftreten, haben wir dann gesehen, dass zwischen dem 3-Scale-Adapter und dem 3-Scale-Backend nachher 400 bis 800 Millisekunden in die Binsen gegangen sind. Also sehr viel davon ist in dieser zwischen dem Adapter und dem Backend kaputt gegangen. Und wenn man sich jetzt das näher vorstellt, auf so einer Architektur, wenn der Adapter nicht am gleichen Ort läuft wie das API-Management, was bei uns absolut der Fall ist. Unser API-Management läuft auf AWS, wir haben drei verschiedene Clusters, dann wird so etwas noch ein viel schlimmeres Ausmaß annehmen. Aber eben, man muss es auch ganz klar nochmal erwähnen, das API-Management hätten wir auch noch müssen, optimieren, weil sämtliche Calls, die gemacht werden zwischen dem Adapter und dem 3-Scale, sind aktuell synchron und nicht wie bei uns asynchron. Und von dem her ist es um einiges mehr, wo nachher noch als Latenz draufschlägt. Was uns jedoch sehr gestört hat, ist, dass egal wie viele Adapters was wir aufskaliert haben, dass einfach nur ein Adapter ist genommen wurde, es ist nicht skaliert worden und von dem ist auch nur ein Core angesprochen worden. Also wenn wir im näheren Drückkern zugeteilt haben, ist immer noch einfach einer auf 100% gelaufen und die anderen zwei waren vor sich am Herrenrödeln gewesen. Gut. Jetzt noch zum Fazit und Ausblick. Eben, es ist noch Tech-Preview. Wir haben es gemerkt, ab und zu ein paar Punkte gehabt, wo man die Dokumentation nicht so gut gestimmt hat. Und es ist alles noch viel am Machen gewesen. Also, wir sind am nächsten Tag arbeiten und schon hat es sich wieder voll verändert. Oder die Doku hat wieder ganz anders ausgesehen. Aber uns ist so bewusst gewesen, dass es noch ein Tech-Preview ist. Aber was uns sehr gefallen hat, ist die Zusammenarbeit mit Red Hat. Also, Red Hat war sehr interessiert an unserem POC oder wie wir das umsetzen oder was unsere Testfälle sind. Wir haben auch Rücksprache mit ihnen gehalten und sie haben jetzt auch das ganze Feedback, das wir herausgefunden haben, aufgenommen und auch schon die ersten Fixes dafür geliefert und Ideen eingebracht. Also das hat sehr gut geklappt mit dem ganzen Red Hat zusammen. Und auch Hands-on, das war genial gewesen, weil wir schon am ersten Tag hergekommen sind. Jetzt so gedacht, ja, das schaffen wir nicht, Istio zu installieren im Tag. Und am ersten Tag haben wir nachher schon ein Demo-Projekt gehabt, mega viele Ressourcen, Pots am Laufen, keine Ahnung, was passiert, aber es ist mal gelaufen. Der Nachteil ist halt einfach, es braucht OpenShift 4 dafür. Das ist nicht vor einem Jahr geplant bei uns. Das heisst, dort müssen wir noch ein Zeitchen warten, bis das Ganze kommt. Und dann müssen wir auch noch mal tiefer reingehen mit der Multitenancy und all diesen Thematiken und Verbesserungen, die sie machen wollen. Aber wenn, dann kommt es so in eineinhalb Jahren bei uns bei der SBB produktiv zum Einsatz. Ja, und das wär's gewesen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.